Und da sind wir auch wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask. So, hier ist, wir waren hier letztens stehen geblieben bei diesem Aslak. Oh, schöner Schuss. Oh, nice. Ich hoffe, das war... Nee, das war nicht der letzte. Da hinten steht noch einer. Diese Stelle ist ziemlich nervig. Wenn man hier runterfällt, ey, dann war das alles umsonst. Und das ist ziemlich behindert. Komm schon. Nice. Nur da hinten wird ziemlich behindert. Geh da hin. So geht das. Ja, heute bin ich ein bisschen motiviert. Aber ich will hier einfach nicht runterfallen. Deswegen bin ich hier sehr vorsichtig. Ich hoffe, das war der letzte. Jupp, war es auch. Da oben geht's weiter. Gut. Wenn ich jetzt hier runterfallen würde, ey, dann würde ich echt austicken. Aber ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Außer in Spielen, da bin ich immer ungeduldig. Das könnt ihr euch schon mal für die Zukunft merken, dass ich immer sehr ungeduldig bin. Lass dich fallen. Sauber. Geh da rein, damit uns keiner schaden kann. Gut. Dann geht's schön weiter hier. Na 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 na. Dieses Gebäude sieht voll cool aus. Und schieß los. Ja, und wir haben ein bisschen Zeitdruck. Naja, wir haben Chronos des Dingsbums. Und wir sind beim Affen. So. Hallo. Ui. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal, wie oft sie sind. Ja, genau, stimmt. Denen ist das egal, er will es von mir aus bestraft werden. Aber hier, guck mal, was ich habe. Eine Ocarina. Oh, dies meinte ich. Genau, dieses Instrument hatte auch die Prinzessin. Deko-Pfeifen. Damit wird es funktionieren. Echt? Nebenbei? Wer bist du? Oh, Link fühlt sich beleidigt. Jetzt guckt er. Huch, das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwaldtempel über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und hat die Prinzessin eingenistet. Und die Prinzessin wurde von ihnen gefangen. Der Deko-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er mir meinen Worten kein Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel und sie retten. Ja, aber das schaffst du eh nicht. Du bist ein Affe. Nichts gegen Affen, aber du bist, kannst das nicht. Heißt das, du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Jupp, wir würden es lieber machen, statt du dich hier umbringst. Sehr gut, lass mich dir die Melodie beibringen, die im Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie dir leise vor und hör gut zu. Spitz deine Ohren auf und hör genau hin. Affengesinge, geil. Darf ich auch mal? Ich kann das auch, glaube ich. So, wollen wir mal. Das ist ziemlich komisch an mir. Na, na. Sonate des Erwachens. Auch nicht schlecht, dieses Lied. Und man hört die Ocarina und die gucken alle böse. Oh. Ja, jetzt sind wir leider alle aufgeflogen und der Affe wird jetzt, glaube ich, was Schlimmes zustoßen. Alles Wort. Doch die Sonate ist auch erlernt. Diese Melodie erweckt jene, die im tiefen Schlaf fielen. Hä? Ist ja fast. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie.
Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Oh, der hat mal wieder alles falsch verstanden hier. Nein! Rette dich! Nimm die Abkürzung, welche das Deko-Volk benutzt, um in den Dämmerwald zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Ich denke, du wirst jetzt bestraft. Naja, okay. Welche Abkürzung meint er? Die da oben? Lass uns mal nachgucken. Wow. Lesen wir mal das Schild hier. Dämmerwald Abkürzung, nur für Dekus. Ich bin ja ein Deku. Also fühle ich mich geehrt. Ich glaube, wir verwandeln uns mal zurück. Auch wenn es, glaube ich, jetzt dumm war. Ich weiß es jetzt nicht. Obwohl es ja nur für Dekus, also war es schon dumm. Es war dumm. Dieses Viech da oben wird mich jetzt schon nerven. Das sind schlimme Viecher, ey. Die nerven einen richtig. Aber was soll ich tun? Wir wissen ja darüber und er lebt immer noch. Okay, schießen wir mal drauf. Fang! Fang! Oh, nice. Da konnte ich jetzt schlecht abwehren. Wow! Dass sie mit einer Blase sterben, ey. Ziemlich witzig. So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Dahin? Wirklich? Schaffe ich das denn? Hab Vertrauen, Link. Und da ist ein Loch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da reingehen soll. Nein, Link. Oh. Wir sollten das Loch bald mal überprüfen. Aber wie gesagt, erstmal hier das Hauptthema machen. Und zwar die Deko-Prinzessin suchen. Ich weiß nicht, ob der das schafft, ey. Das sieht immer so aus, als ob der das gar nicht schaffen würde. Ja, zum Beispiel hier. Geh mal da drauf. Ich glaube, man muss sogar hier drauf. Los! Und jetzt lernen wir einen Charakter kennen, den man aus Ocarina of Time kennt. Es ist die Eule von Ocarina of Time. Die hat Link immer geholfen. Juhuhu, welch ein seltsamer Anblick. Du bist doch ein Feenkind, oder? Kennst du mich nicht mehr? Was? Du magst... Was magst du wohl hier im vergifteten Sumpf verloren haben? Es steht mir nicht zu, deine Entscheidung in Frage zu stellen. Du kehrst wohl besser in die Stadt zurück. Dieser Sumpf hat seinen Schutzgott verloren. Doch war es ohnehin ein Schicksal, aus der Existenz zu verschwinden? Chuhuhu, und dieses Schicksal beschränkt sich nicht nur auf den Sumpf. Doch du hast den Mut, dem Antlitz des Schicksals gegenüberzutreten, werde ich dir etwas lehren. Hast du die Steinstatue bemerkt, die Abbildungen von mir sind? Im ganzen Land habe ich sie verteilt, und um denen zu helfen, der die Kraft in sich trägt, das Schicksal dieses Landes zu verändern, wo immer er erscheinen mag. Sofern du ein Zeichen deiner Anwesenheit an einer diesen Steinstatue hinterlassen hast, so wird dir das Lied, welches zu meinen Füßen eingraviert ist, von großem Nutzen sein. Merke dir gut und zögere nicht, davon Gebrauch zu machen. Wann immer du diese Melodie erklingen lässt, soll unsere ewige Freundschaft die Grenzen von Zeit und Raum überwinden. Ich habe das jetzt nicht synchronisiert, weil die einfach nur nervig ist. Noten sind in diesen Stein gemeißelt. Stimmt sogar. Mögen sich die Winde erheben. Was für ein Bug. Mit dem Lied des Schwingens mögen sich die Winde erheben. So heißt nämlich das Lied. Lied der Schwingen. Na, 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 na. Du hast das Lied des Schwingen erlernt. Diese Melodie lässt sich in Lüfte entschweben und Winde seilen bei einem steinernen Vogel landen. Diese Worte sollen bedeuten, dass, wie gesagt, diese Vogelstattung, wo man immer abspeichern kann,
Habe ich ja gesagt, die sind sehr wichtig und man kann doch was anderes machen, und zwar sich porten. Immer wenn wir dieses Lied spielen, können wir überall, wo halt diese Feen aktiviert sind, können wir uns porten. Ziemlich cool. Aber ist ja klar, denn wenn man immer wieder die Zeit zurückspult, wird es ja nach einer Zeit nerven. Hallo. Dämmerwald. Boah, jetzt ist das Wasser schon richtig rot hier. Also nicht mehr so lila, aber irgendwie rot. Weil Link kann trotzdem hier drauf laufen. Beziehungsweise unser kleiner Deko-Junge. Oh Gott. Was willst du denn? Stör. Oh, schlecht. Ja, die Blasen kosten auch Magie. Das ist das Dumme. War wohl nix, hä? Boah, der ist in Einzelteile zersprungen. Und noch einer. Nein, er kommt. Und nochmal. Oh, nice. Das wäre dumm, das hier mit Link zu machen. Paralysieren oder vielleicht töten. Auch gut. Denn der kann hier, der wird hier sofort so runterfallen, denn der Weg ist zu schmal, um richtig schön abzublocken. Oh, hier habe ich Trickauflage. Nice. Habe ich zum ersten Mal jetzt angewendet hier. Gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Ah, bei dem da. Hallo. Hast du Angst? Würde ich auch. Wenn ich du wäre, auf jeden Fall. So. Da hinten gibt es noch eine Kiste, aber da ist nur Geld drin, ne? Ist jetzt erstmal unwichtig für uns. Und hier ist wieder eine Vogelstatue. Wenn das nicht ein Zeichen der Dekus ist, ich frage mich, ob sie hier ihre Göttin nicht geschuldigt haben. Weiß ich nicht, Taya. Weiß ich nicht. Kann man das auch so aktivieren? Nö, kann nur Link. Na, dann mach das mal hier, mein Freund. Oh, wir können doch die Zeit zurückreisen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ist es Nacht? Ja, es ist Nacht. Oh nein, da war eine Fee. Nein. Boah, Leute, jetzt ist halt die Frage, wollen wir das riskieren? Mit der Zeit oder wollen wir jetzt einfach YOLO-mäßig reingehen? Oh Mann, ich weiß es nicht. Nö, wir werden jetzt einfach in einen neuen Tag da reingehen. Ich habe jetzt gar Bock, das zu verkacken. Denn warum das dann so schlimm wäre, erzähle ich dann, wenn wir in den Tempel sind. Ich mache jetzt einen kurzen Cut, damit das... Hier, obwohl, nee, ich zeig das doch hier. Nee, warte, stopp. Als erstes werden wir... Als erstes werde ich das Lied zeigen, damit wir uns wegporten. Dann gehen wir in Unruhestadt, denn wir haben ja noch Geld und so bei uns. Das bin ich schon behalten. Jetzt bin ich ein bisschen geldsüchtig, aber YOLO. Wir haben ja noch Zeit in diesem Part. Und hier sind wir wieder in Unruhestadt. So einfach geht das dann. Aber wir wollen jetzt zur Bank. Dann war zwar wieder alles umsonst, was wir getan haben. Ziemlich traurig, der Link wird sich langsam... Wenn ich Link wäre, würde ich mich bekloppt fühlen, warum man immer wieder die Leute kennenlernen muss. Oder wir können gerade was Cooles machen. Ja, ja, okay, das machen wir noch. Ich werde jetzt hier mal schön schneiden, denn um 10 Uhr können wir hier reingehen. Also bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Und wir gehen jetzt mal da rein. Der Kuriositätsladen. Nee, scheiße, warte mal. Das ist der falsche Laden. Lass mal stecken. Epic Fail. Der Mann von Kuriositätsladen wurde zu viel eingetragen. Immerhin haben wir den jetzt in den Dings, aber was ich getan habe, war jetzt unnötig, dieser Cut, aber zum Glück habe ich es ja für euch rausgeschnitten. Epic Fail. Naja, passiert mal, ne? Wenn man verwirrt ist. War das...
Nee, Spaß. Hier rein wollten wir. Oh, der hat auch offen. Naja, das passt ja dann. Hier ist nämlich die nette Dame, die wir geholfen haben. Hallo. Herzlich willkommen. Jo, danke. Ich wollte eine Bombentasche kaufen. Darf ich das denn? Jo, danke schön. Und so erhält man die Bombentasche. Die großen Bombentasche. Bomben müssten wir haben. Kann man die auch so kaufen? Geht das? Jo, geht auch. Ja. Wenn ihr jetzt denkt, warum macht dieser Junge das? Der ist ja jetzt gerade mal richtig bescheuert. Ich muss zugeben, da habt ihr jetzt recht gehabt. Denn ich verliere ja, glaube ich, meine Krabbelminen wieder. Oh, jetzt sich Rubine ausgegeben. Naja. Ich würde mal sagen, back in time. Zurück in der Zeit hier. Na, 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 na. Na, du. Und dann reisen wir mal zurück. Und ich habe mein Geld nicht gesaved. Ich bin so ein Vollidiot. Scheiße. Scheiße, Mann. Wie viele Rubine hatte ich denn jetzt noch? Ach, das ist mir jetzt egal. Fail muss rein. Sonst wird ein Let's Play doch auch langweilig. Hab ich recht, meine Freunde? Juhu, es verbleiben wieder 72 Stunden. Besser so. Und da ich jetzt ohne Kommentar hier nichts mehr machen werde, gehe ich jetzt einfach eiskalt in den Turm. Einfach in den Tempel rein, ey. Ich habe jetzt keinen Bock, über mein Geld zu reden. Was ich umsonst weggegeben habe. Dämmerwald. Na, 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 na. Das hat irgendwie eine Ähnlichkeit mit Saljas Lied, oder? Dieses na, 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 na. Das ist ja bei Saljas Lied auch so. Letzten zwei Töne sind anders da. So, mit den Deku-Kerl müssen wir jetzt ein Lied spielen. Und das, was er uns eben beigebracht hat. Oh, jetzt muss ich gucken, wie das ging. Eigentlich konnte ich die alle mal auswendig, aber nö, diesmal nicht. Ich versuch's mal. So schwer ist das gar nicht. Nee. Ja, wenn man es einmal kurz gelesen hat, geht das flott. Sonate des Erwachens und es passiert etwas. Irgendwas passiert im Sumpf. Ganz einfach. Wir müssen zum Tempel und der kommt da raus. Oh yeah. So, und da drin wird es richtig abgehen. Ich freue mich schon mal auf den ersten Dungeon hier. Ich meine, wir warten schon seit ein paar Parts darauf und wehe, du fällst runter. Boah, das sah aber wirklich so aus. Und es geht rein. Dämmerwald-Tempel. Und da sind Feen. Die Fee hat ja gesagt, wir sollen verstreute Feen suchen in den Tempeln und die holen uns gerade mal zu uns hier. Ich glaube, es gibt ja hier so einen kleinen Trick, den haben wir gelernt hier. Nur der normale Link kann die aufsetzen. Komm her. Eine Fee, das ist die Nummer 1. Also stimmt das schon mal. Das kann Feen anziehen. Ich höre einen Gegner. Oh, was war das denn jetzt? Ich höre irgendwas. Mir jetzt egal. Geh einfach da hoch. Ein Wald-Dungeon. Und da ist sogar eine Kiste. Geh da rein jetzt. So. Gut. Hier war irgendwo ein Dings da. Ein Nestchen. Oder irgendwas Wichtiges drin? Nö, nur Geld.
Ich meine, ist ja nicht so, als ob ich kein Geld hätte. Ich habe wirklich kein Geld, toll. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Oh, das sind irgendwelche Schattenmonster am Boden. Mal sagen, hier geht's weiter. Nee, das war falsch, das war falsch. Oder? Wow. Wow. Chill. Oh Mann. Ja. Die Kiste, ich weiß es nicht. Ja, es gehört zum 100% dazu. Auch wenn da wahrscheinlich nur Geld drin ist oder so. Ich hole die jetzt einfach mal. Jupp, geh auf. Eine Fee. Okay, das war sehr wichtig. Ich nehme alles zurück. Wir müssen ja alles erkunden hier. Uiuiui. Wenn wir immer verstreute Feen zurückbringen und da sind zwei Spinnen, oh Gott. Dann runter da! Oh! Geh rein. Wenn wir immer verstreute Feen finden in den Tempeln und alle haben, dann kriegen wir eine neue Kraft. Was für ein Gestank. Hier stinkt es ja wie im giftigen Sumpf. Der Tempel kam aus dem Sumpf. Oh Mann. Achso, auch wenn wir Gegner töten, kann eine Fee drin sein. So. Ja, okay. Was können wir jetzt hier machen? Ich sehe da eine Fee da hinten. Ich weiß auch, wie wir die kriegen können. Nur jetzt nicht. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal nicht in den Sumpf. Nicht in diesen Sumpf. Oh ja, gut, hier sind wir safe. Ich glaube, der normale Link darf hier nicht drauf, dann wird der angegriffen. Weil er schwieriger ist. Und was willst du eigentlich, hä? Ja, du bist ein ganz cooler. Und hier ist nämlich auch eine Fee drin. Eine Fee, bitte Fee. Ja, das ist schon schwierig, alle Feen zu finden, aber wir werden es ja machen. Oh Mann. Geht's hier weiter? Und das sieht auch komisch aus. Und spring. Auch eine Fee. Super. Läuft ganz gut am Anfang. Sehr gut sogar. So, gehen wir mal hier hin. Kann man hier rein? Hier kann man rein. Eine Fee hier. Nö. Was gibt's denn hier Schönes? Eine goldene Truhe. Können wir uns aber anscheinend nicht holen. Oder doch, 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 klar können wir die uns holen. Es gibt diese wunderschönen Blumen hier. Mal gucken, ob der so weit kommt. Sieht nicht so aus. Oh, doch. Schafft er ganz gut sogar. Was ist hier drin? Ein Schlüssel. Das ist schon mal sehr gut. Und seht ihr das da oben? Dieses Nest. Da könnte auch eine Fee drin sein. Man muss immer sicher gehen. Wahrhaftig. Oi. Das ist aber eine coole Sache. Na komm her. Gibt's hier noch eine Fee? Geh mal weg, Fee. Anscheinend nicht. Dann gehen wir mal zurück. Es sei denn, wir kommen hier irgendwie weiter. Nö, kommen wir nicht. Also gehen wir zurück in die andere Tür. Und Sprung. Wunderschön gesprungen. Die Musik ist sehr stammesmäßig, sage ich mal. Yo, gut gemacht. Dann gehen wir mal hier rein. Und ich habe was vergessen. Was ganz Wichtiges. Oh Mann, wir brauchen ja mehr Zeit. Wir können jetzt hier nicht einfach Dings normale Zeit lassen. Die muss langsam gemacht werden. Na, 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 Kronos. Ballade des Kronos. Los geht's. Okay, gut. Hier ist ein Block. Der sieht nicht allzu schwer aus. Stehe nicht rum. Drück A, um A zuzupacken und bewege ihn mit Bla. Ja, wie soll ich denn was machen, wenn du am Labern bist? Und da ist eine hässliche Spinne, die müssen wir töten. Da ist nämlich auch nochmal eine Fee, glaube ich. Und Abkürzung.
Boah, ich hasse diese scheiß Spinnen hier. Hallo. Schön, dich zu sehen. Schon kassiert. Da hab ich dich erwischt, ja? Und da nochmal. Gib mir eine Fee. Wunderschön. Danke. Oh, hier muss man was Lebensmütiges machen. Seht ihr da unten? Da ist noch eine Fee. Ich höre böse Musik. Als ob ich irgend so ein Viech angreifen will. Aber ich versuche mal einen Trick. Mal gucken, ob das klappt. Mit der Feenmaske. Wenn nicht, dann muss man wirklich da runterspringen. Und Leben kassieren. Man verliert immer ein Viertel Herz. Und das ist nicht so schön. Versuchen wir es mal. Meinen die das ernst? Oh, die Feenmaske zeigt sogar schon, dass hier eine Fee ist. Die verlangen wirklich, dass man da runter geht. Wie krank. Nein, Link! Geh da hoch. Du kannst da nicht hoch. Scheiße. Oder kann der doch da hoch? Ich weiß es nicht. Das werde ich jetzt rausschneiden. Wir werden jetzt eh sterben. Ne, wir werden sterben. Dann cutte ich das raus. Bis gleich. Was man durch einen Fehler macht. Echt doof. Naja, okay. Wir sind jetzt wieder hier. Und mir ist was aufgefallen. Wenn man taucht und die Fee sich holt, dann wird man ja komplett wieder geheilt, glaube ich. Und das ist der Trick. Und ich will das jetzt auch nicht als Game Over werten, denn das ist einfach nur Unfall. Aber wie kommen wir denn eigentlich zu der Fee runter? Ganz einfach so. Mach was, Link. Der kommt ja noch nicht mal da runter. Komm her. Du blödes Vieh. Leck mich doch. Ja, jetzt auf einmal kriegst du... Ja, ach, vergiss es, ey. Lächerlich. Wieder am Anfang. Bis gleich, Leute. Einfach nur witzlos, was hier passiert. Ich bin auch richtig... Ich finde das auch richtig unfair, dass man dann auch Game Over gehen muss. Ich habe eine Fee gefunden. Ganz am Anfang des Tempels gab es eine Fee. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt automatisch im Wasser eingesetzt wird. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Aber irgendwie müssen wir doch an dieses Drecksviech herankommen. Irgendwie muss das doch gehen. Oder wir hatten einfach nur Pech und das Ding ist vor uns abgehauen. Ich werde das jetzt natürlich nochmal versuchen. Aber ich weigere mich immer da zu sterben. Ja, nee, ich hoffe, das anzuvisieren. Am besten, wir springen jetzt mal von hier. Oder es geht vielleicht doch anders da, aber... Nee, ich glaube, das ist so gewollt. Los, Link. Mann, der hat so eine scheiß Steuerung dann. Komm her, blödes Viech. Ich hasse dich. Komm her. Los, warum kommst du denn nicht? Komm hoch. Nein, komm, hol's hier, hol's hier. Das ist Betrug. Das ist doch ein... Behindert. Wow, sie hat uns geheilt. Renn, 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 Link. Schwimmen, meine ich. Mach was. Nein. Nein. Hör auf. Da ist eine Treppe. Hoch. Mein Gott. Krank. Ja, heil dich. Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. Boah. Das müsst ihr euch mal mit 3 Herzen vorstellen, Leute. Mit 3 behinderten Herzen. Auf jeden Fall die dümmste Fee im ganzen Spiel. Also dumm, nicht... Naja, schwer ist halt nur, weil... Dann, schwer ist es halt nur, weil man sich dann nicht so richtig bewegen kann. Ziemlich nervig. Was ist das eigentlich? Richtig abgefuckt. Schießt das Dreck ab. Fall da drinne. Ohne da runterzufallen, Link. Bienen.
Nein, Link! Nein, hör auf. Nett. Nette Falle. Jetzt geht gar nichts mehr hier. Geh doch da hoch. Ach so, ja klar. Das war wieder dumm. Wir müssen wieder die dämliche Spinne killen. Komm her. Du bist nicht cool, du bist einfach nur nervig. Naja, wie es dann weiter geht's in dem nächsten Part. Wenn ihr mich trösten wollt und das ist einfach nur lächerlich gewesen heute. Aber immerhin, wir sind jetzt endlich im Tempel und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja liken. Und das würde mir auch wieder helfen, weiterzumachen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann bis zum nächsten Part. Ciao.